Sie an dem Punkt sind, dass Sie den Verhandlungsablauf kennen und sich darauf nicht mehr konzentrieren müssen, dann fällt Ihnen alles andere viel, viel leichter, weil Sie sich dann darauf konzentrieren können. Das ist wie Schuhe. Ja. Das ist oftmals ein Problem, Krawatte, okay, was man am Anfang hat. Das ging mir auch so. Gut. Wenn Sie also irgendwann an dem Punkt sind, dass Sie diese Sicherheit haben, Sie wissen ganz genau, als erstes kommt das, als zweites das, drittes das und so weiter, dann haben Sie diese Sicherheit und müssen sich darauf gar nicht mehr konzentrieren. Wenn die jetzt gleich befördern, deswegen stehe ich hier. Ich müsste noch Präsentkörper einstecken haben. Das gibt Ihnen Freiheit für die gesamte Verhandlung und auch die Verhandlungsführung. Ab da sind Sie in der Lage, den Leuten auch so zuzuhören und schnell über Einsprüche und so weiter zu entscheiden. Und auch schnell Entscheidungen zu treffen, die Sie das erste Mal auf Sie zukommen. Ich habe sowas hier jeden Tag mittlerweile und muss Entscheidungen treffen, die einfach so, ich habe jetzt einen Termin, ich muss eine Entscheidung treffen. Und wenn ich manchmal diese Entscheidung nicht sofort treffen kann, dann nehme ich mir die Zeit, denn ich bin derjenige, der diese Panik, dazu hast du jetzt erstmal nichts verpasst. Ist noch in Arbeit, Walkoff ist glaube ich noch nicht da. Und wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie jetzt in dem Moment entscheiden. Sind einfach wieder gegangen, ne? Na, Gott sei Dank. Er tut mir leid, Laser, aber es hat nicht jeder immer Zeit für dich, ne? Okay. Ja, klar. Anstatt hin und her diskutieren und so weiter und so fort. Sie müssen am Ende eine Entscheidung treffen. Hat nicht jeder immer Zeit für Laser. Es wird immer einen geben unter Umständen, der nicht zufrieden ist. Muss auch mal Nein sagen können. Damit müssen Sie leben lernen. Ja, da war ich ein bisschen zu diplomatisch, das stimmt. Sie müssen damit leben lernen. Ja, das war bei der Verhandlung auf jeden Fall ausbaufähig, das stimmt. Ansonsten, heute war das wohl eine runde Verhandlung. Ich war nicht da, ich hatte mal wieder keine Zeit. Aber gut, es waren halt andere da und die haben ja auch ein Feedback gegeben. Und aus diversen Gründen ist es jetzt halt leider erst so jetzt soweit, dass ich sie dann tatsächlich zum Judge mache. Ja, an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Sie haben das auch verdient, das wissen Sie. Meine Frage wäre, habe ich Ihnen den Eid eigentlich schon abgenommen? Ja, das war gleich direkt gemacht als Candidate, ne? Ja, genau. Pralinen, mehr Pralinen? Das Gute ist, Sie hatten, und darum tut es mir nicht ganz so weh, ansonsten wird mir das ein bisschen wehtun, dass ich das jetzt erst mache und dass ich jetzt erst dazu komme. Sie hatten keine finanziellen Einbußen. Und also jedenfalls nicht so, ne? Genau. Von daher, es ging einfach um den Status und um die Möglichkeit, alleine Verhandlungen zu führen. Ich möchte Sie trotzdem bitten, auch in einem eigenen Interesse, die nächsten Verhandlungen gemeinsam zu führen mit einem weiteren Richter. Ich finde das grundsätzlich auch sehr angenehm, also eine andere Meinung zu haben. Ja, irgendwann ist es aber auch so, einfach alleine, weil sie die Sicherheit haben. Und sie können das dann halt auch alleine machen. Und wenn sie ansonsten Fragen haben, gehen sie auf die Richterkollegen zu und ansonsten wissen sie auch, meine Tür steht auch immer offen, ja? Doch, genau, ich klopfe bei Frau Faas dann. Und dann. Tür offen. Ja. Sehr gut, Herr Verdeit, Sie haben es verstanden, hervorragend. Ja. Ich lerne dazu. Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ab der Zeit bin ich jetzt weder böse noch wie auch immer. Also, wie gesagt, es war ja nur der Titel. Und die Möglichkeit, da alleine reinzugehen. Von daher. Ja, vielen Dank. Lassen Sie sich den Wein und die Pralinen schmecken, ja? Ja, der sieht gut aus. Und die Zigarren, falls Sie rauchen. Ja, leider. Ja, wunderbar. Also, Herr Verdreit, herzlichen Glückwunsch und ich brauche nicht sagen, willkommen im Team. Sie sind die ganze Zeit schon ein fester Bestandteil des DOJs. Sie sind im Team die ganze Zeit integriert. Das wissen Sie auch. Und auch, dass Sie ein wichtiger Bestandteil waren und auch sind. Von daher vielen Dank auch für die Arbeit und machen Sie einfach weiter so, okay? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Dann noch angenehme Termine. Vielen Dank, Herr Verdeit. Ja, danke, Herr Verdeit. Ja. Angenehmen Abend. So, ich muss mal ganz kurz runter und guck mal, wo Herr LaRoche bleibt, ja? Der ist noch da. Ich hoffe dich. Nee, Luke Anderson, Ford. Wo ist Herr LaRoche? Da. Da ist er. Mit wem spricht er? Herr LaRoche.
Ich bin übrigens endlich angekommen und ja, wollte Ihnen diesbezüglich, ja, ich wollte Ihnen diesbezüglich kurz sagen, oder beziehungsweise fragen, ob Sie schon mit Mr. John gesprochen haben wegen eines Termines oder ob Sie noch nichts gesagt haben. Ich habe natürlich direkt als erstes, Herr LaRoche, ja, weil Sie mich drum gebeten haben. Oh, verdammt, als allererstes, ja? John ja, darauf ja. angesprochen. Jetzt hat er ja natürlich Herrn Verdeid direkt mit hochgeholt, deswegen okay. sind Sie leider jetzt erst oder, dran. Okay, nee, nee, oh, ja, aber ja. ich habe noch zwei Minuten, oder? Ja, Sie haben noch zwei Minuten okay. mit Herrn Maxwell, wenn Sie möchten. Dann müssen wir jetzt rennen, Mr. Maxwell. Nein, Sie müssen nicht rennen, ich muss eh noch auf Toilette, alles gut. Ah, okay. bitte verzeihen Sie gerade, Mr. Strass, aber es war, okay. Gut. Ja, ist dann. Alles gut, Richmond. Oh, okay. Alles gut. Wie gesagt, wir hatten jetzt sowieso gerade irgendwie spontan doch einen anderen Termin, deswegen passt das alles. Okay. Ja. Ich trage Sie mal für 23.10 Uhr ein. Ja? Reicht Ihnen 6 Minuten mit Herrn Wechsel oder sind Jawohl. Sie ja so der Langstreckenläufer? Nee, ich bin ja... Ich habe ja mein Pferd hier draußen. Ne? Kurz, aber knackig. Kurz. Ja, verstehe schon. Ja, okay, schon. Super. Okay. Ja, alles klar. Attacke. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Du hast sicher. Geschafft, sie wegzuschicken, ja? Großartig. Das war nicht mein Zutun. Die Clownstruppe hier. Frau Andersen, weshalb ich eigentlich tatsächlich hierher komme. Chief möchte nochmal mit Ihnen sprechen, und zwar heute. Und haben Sie Sonntag Zeit? Ja. Hervorragend, weil es gibt ja noch ein Rechtsmittel gegen eine Ihrer Verhandlungen. Ja. Und da gibt es am Sonntag den Termin zur Besprechung mit Herrn Verdeid, den Anwälten und mit Ihnen dann am besten. Okay. Wann würde Ihnen so zeitlich passen am Sonntag? Sagen wir 20 Uhr. Gut, dann mache ich 20 Uhr einfach fest. Ja. Passt das. Gut. Wollte der Typ deswegen jetzt nochmal mit mir sprechen? Oder nee, wegen was anderem. Deswegen okay. zwei Termine für Sie jetzt quasi. Okay. 23.10 Uhr haben wir jetzt schon Herrn LaRoche. Könnten Sie so 23.20 Uhr oben sein? Geht das? Oder haben Sie noch andere Sachen vor? Nein, alles gut. Ich reiß mich frei. Alles in Ordnung. Ja, wunderbar. Dann bis gleich. Ciao, ciao. Alles klar. Bis gleich. Ja, gut. Hallo. Dann gehe ich mal schnell auf Toilette. Weißt du, welche zwei Medics das gestern waren? Wie, wo? In den Zellen. Nö. Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass... Eine Akte? Natürlich nicht, weil ich kann dir sagen, es war das Baycare. Die waren nämlich weiß angezogen, die Leute, die an der Leitstelle standen. Dementsprechend wird es natürlich keine Akte darüber geben. Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Ich spüre einen eiskalten Hauch. Mhm. Wieso? Wieso spüre ich einen eiskalten Hauch? Das genau. Ach Gott. Das... Miss Duck, das ist das Herrenklo. Das ist tatsächlich das Herrenklo. Ist jetzt aufs Herrenklo? Ja, sie ist aufs Herrenklo. Also, hey, wir sind in 2023. Ne? Ach, sind das die Dinger, dass Frauen auch im Stehen. Also. Ja, also ich habe auch immer einen Urinella dabei, bin ich ganz ehrlich. Okay. Falls man sein muss, irgendwie eine Pflanze oder so zu pinkeln. Aber vielleicht ist Miss Dark ja da untenrum noch ein Mann. Man weiß es nicht. Geh ich jetzt gucken? Ich weiß es nicht, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ja, kannst du gerne gucken. Warte, ist das nicht Bronco? Ach, der meldet sich ein. Stempelt sich ein. Na ja, Brachial. Und, hallo. Sag na. Mal, Moderationspartner. Ja. Wir müssen uns mal noch ein bisschen Sachen hin und her werfen und so, ne? Wir müssen das ein bisschen lustig machen, glaube ich. Sonst wird das arschlangweilig. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal genau, worum es geht. Du bist auch Moderator bei The Last Talent Standing. Ja, ja, aber was da sonst alles präsentiert wird, das ist... Das weiß ich auch noch nicht. Da müssen wir eine Liste hoffentlich vorher kriegen. Dass wir uns ein bisschen was Lustiges über die Kandidaten und so ausdenken, ein paar Witzchen machen, weil sonst, wie gesagt, wird das, glaube ich, arschlangweilig. Ja, ich kann auch so ein paar Fragen stellen, wie, was ist dein Lieblingssäugetier oder... Ja, das macht Wie hoch kannst spannend. Du Eichhörnchen stapeln? Ja, finde ich gut, genau. Finde ich gut. Was ist dein Lieblingsnachtisch auf Milchbasis? Auf Milchbasis? Ich bin laktoseintolerant. Ja, das ist nicht gut. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar, ich sehe schon, das wird super. Großartig. Ja. Ja, ich und mich. Sonst, alles gut bei dir? Ja, alles super. Oh. Ist ja noch ein bisschen hin, ne? 8 Tage haben wir ja noch.
Ja, wir sprechen einfach nochmal drüber, würde ich sagen. Ganz genau, ganz genau. Und wir gucken mal, ob wir in die Liste kommen oder so. Perfekto. Tippitopp. Viel Spaß beim Arbeiten. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Grüße Abend. Grüße an Mia. Mach ich. Ciao. Wollen Sie direkt mitkommen? Wollen Sie direkt mitkommen, Herr LaRouche? Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Mrs. Fast? Oh. Ich komme anscheinend doch nicht mit. Ja, Herr Ford? Schnell, kommen Sie kurz auf Seite. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Ich muss es nämlich eruieren. Moment. Werden Sie es los, ja. Genau. Ja. Tschüss. Tschö. Werden Sie es los, ja. Sie waren übrigens auf dem Herrenklo, ja? Ja, ich weiß. Gut. Scheiße, stimmt. 18. Hochzeit. Na, gut. Was soll ich sagen? Stimmt es, dass Mr. John quasi über Sie, quasi Miss Dark gesagt hat, dass Sie keinen Kontakt mehr mit ihm haben, dass er keinen Kontakt mehr mit ihr haben will? Ja. Das enttäuscht mich. Das enttäuscht mich menschlich. Er war halt im Urlaub und krank. Er wollte sich irgendwann mal bei ihr melden, weil sie sich ständig bei mir gemeldet hat, weil sie einen Termin wollte. Ja gut, aber da hätte man ja sagen können, er ist im Urlaub und krank und da kann man ja ein paar Minuten warten. Ja, also das hätte man persönlich machen können. Ja, das habe ich auch so, ne, Dings, aber da war ja zwischendurch da und da meinte er hier, nee, ich habe kein Interesse hier, keinen Termin und sagen Sie ihr das ruhig. Ja, da hätte gemacht. Er zumindest anrufen können oder eine SMS, das wäre zumindest von ihm gekommen. Ja, sofort. Ist jetzt aber so. Ja, ich habe mich da jetzt auch nicht gegen gewehrt, so. Nö, das ist auch ihre Aufgabe ist es nicht, aber Ihnen mache ich da ja auch keinen Vorwurf. Ich meine, ich mache Ihnen schon ja auch keinen Vorwurf. So, solche Gespräche sind schwierig. Ich bin halt einfach nur enttäuscht, menschlich. Nichts, falls du es hörst, ne? Enttäuscht. Ist enttäuscht. Ja, solchen Themen machen, wollen Sie was persönlich sagen, Herr Ford? Ja, ich denke, das ist vernünftig. Jetzt um 10 ist Herr LaRouche dran, um 20 Frau Anderson. Dann habe ich noch Termin. Können wir es morgen machen? Ja, können wir morgen machen, natürlich. Ja, wunderbar. Dann sage ich morgen Bescheid, wenn Sie hochkommen können, um mir das zu sagen, dass Sie enttäuscht sind, ja? Sehr gut. Ja, danke, perfekt. Schön. Machen wir so. Wunderbar. Tschüss, Erfurt. Tschö. Attacke. Los geht's. Wie geht's Ihnen? Ach. Oh, das ist aber schön. Schön zu hören. Wirklich so gut. Ja, meine Güte. Sagen wir ach. Ja, finde ich. Ja. Okay. Ja, und ach, wie geht so ein Ach den Tag super lang? Pff, was für eine Frage. Was? Ja, okay, schön. Schön. Smalltalk ist nicht so ihr, oder, Herr LaRouche? Bitte? Also, fühlen Sie sich unterhalten? Ich fühle mich sehr unterhalten bei Ihnen, aber ja. So, absolut. Also. Dann, also ich finde das ein bisschen impertinent, was Sie jetzt da gerade schon sagen. Ich reiß mir hier den Arm aus, um eine schöne gepflegte Konversation zu führen und Sie... Ja, wie sagt man immer, lieber Bein dran als Arm ab? Nee, warten Sie. Das geht anders. Irgendwas ab. Irgendwas. So, ich habe einen Herr LaRouche gefunden, der gerne ein Gespräch mit Ihnen hätte. Herr LaRouche, hallo. Ach so, ja. Es geht um einen Beschluss. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Ich habe den Beschluss schon mit vielen Menschen unterschiedlicher Couleur durchgesprochen und mal vorgestellt, um auch deren Feedback zu bekommen. Das ist nochmal der Beschluss für die Folgen der Missachtung einer polizeilichen Weisung. Wurde grundsätzlich immer positiv angenommen. Wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen 1, 2, 3 Beispiele nennen. Ich kann Ihnen sagen, wo er liegt. Wie wollen Sie es gerne? Ich habe den vorliegen. Und ich würde ganz gerne wissen, mit welchen Menschen Sie gesprochen haben und was die gesagt haben. Okay, ich habe mit Mr. Hawkins gesprochen. Der fand das gut, begrüßt es sehr und freut oder bittet nur darum, Bescheid zu bekommen, wann er dann durchgesetzt wird oder wann er veröffentlicht wird. Ich habe mit Mr. Maxwell aus der internen Ermittlung gesprochen und ihn mal um Ratschlag gefragt. Der fand das auch sehr, sehr interessant, auch um die Eskalationsstufe so ein bisschen da ein paar Zwischenschritte noch mit reinzubringen. Ich habe mit Mr. Harrison gesprochen, das ist ein sehr angesehener Sheriff. Und ich habe auch mit dem PO gesprochen, mit Mr. Boone mindestens, mit Miss Vane. Ja, Miss Vane müsste auch dabei gewesen sein, mit ihr müsste ich eigentlich gesprochen hatte, als Mr. Hawkins auch dabei war. Und die haben auch begrüßt, dass das über den Criminal Code, also praktisch durch einen Staatsanwalt abzuhandeln ist, begrüßt. Okay. Das war so. Und ja, Mr. Beck, sehen Sie ja die Anmerkung. Lediglich Mr. Bender hatte Einwände, weil
Ja, ich habe die nicht verstanden. Aber ich könnte sie ihm vortragen, aber das wird eine lange Geschichte mit Beispielen. Nennen Sie mir mal Beispiele, wo das aufkommt. Okay. Wie auch tatsächlich im Beschluss erwähnt, die Klasse sind, glaube ich, eine Fahrzeugkontrolle, der Platzverweis und die Auflösung von Veranstaltungen. Da könnte ich jetzt die Schwerpunkte sehen. Also der Klassiker, nehmen wir mal die Fahrzeugkontrolle. Ein Fahrzeug wird angehalten, es hält auch einfach mal an. Und dann wurde mir berichtet, dass halt Officer insofern ja hingehalten oder schikaniert werden, indem dann zum Beispiel der Fahrer, die Fahrerin nicht aus dem Auto aussteigt. Sie kennen ja sicherlich auch das Prozedere, dass man auf die andere Fahrzeugseite gehen soll, aussteigen und dann beginnt die, okay, das heißt, da ist häufig der Fall, dass diese Menschen nicht aussteigen wollen. Dann tatsächlich, dann muss einer ihn rausholen, aber dann kann auch der Fahrer, die Fahrerin auf die schlanke Idee kommen, in Schrittgeschwindigkeit einfach wegzufahren oder wieder normales Fahrtempo aufzunehmen, bis dann irgendwie eine zweite Streife hinzugezogen werden muss. Das kann sich dann nochmal über 5 bis 10 Minuten hinziehen. Dadurch gehen dann irgendwie 15 bis 20 Minuten verloren, indem dann vielleicht 2 oder 3 Streifen gebunden sind und neben dem ein Shopraub oder eine Geiselnahme nicht ordnungsgemäß angefahren werden kann. Dann wird die zu Kontrollierende dann zur Seite genommen, wurde endlich zum Halten gebracht, wird kontrolliert. Am Ende des Tages stellt sich heraus, dass sie einfach eine rechtschaffene Bürgerin, Bürger ist, alles in Ordnung, nichts dabei hat und wird fahren gelassen. Und dann auch einfach nochmal in ihr Fäustchen grinst und wegfährt, ohne Konsequenzen. Und damit man da eine Zwischenstufe hat, oder beziehungsweise die andere Möglichkeit wäre, sie würde dann noch nicht mal aus dem Auto steigen. Das heißt, die Polizei müsste gegebenenfalls auch Gewalt anwenden. Das heißt, wieder Widerstand gegen Streckungsbeamte, indem sie sich eben wehrt oder er sich eben wehrt. Das mit dem Lost mache ich heute nicht mehr mit Chris. Ich schicke die wieder weg. Wir müssen noch mit Frau Andersen reden, das wird auch wieder lange dauern. Ich habe keine Lust mehr heute. Das ist wirklich, ich möchte nach Hause. Hey Chris! Grüße! Bevor du hier ewig wartest, es sind jetzt wieder 5 andere Leute auf mich zugekommen. Und Herr Denver, ja, Herr John will auch noch irgendwas von Frau Andersen, was wahrscheinlich wieder länger dauert, wegen der Sache mit Wyckoff. Ich glaube, wir müssen es morgen machen, es tut mir leid. Nochmal morgen? Ja, ich weiß. Aber ne, jetzt wäre der Plan gewesen, dass wir es einmal kurz Denver vortragen und es dann irgendwann Hawkins erzählen. Morgen können wir es dann vielleicht direkt mit Hawkins machen. Ja, morgen bin ich wahrscheinlich da. Achso, ja, dann machen wir Sonntag. Ja, okay. Ist also, dann so. Ja. Ich bin aber immer noch ein bisschen im Haus hier. Ja. Falls das ist, also wegen einer Hausefahrt oder so, irgendwie fahren oder so, ich bin noch da. Dann machen wir das Gespräch aber Sonntag einfach. Jo, supi, danke dir trotzdem, ne? Ciao. Aber wie dieses scheiß Praktikum überhaupt gemacht, Mann? Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Also, ich würde ihn wirklich nahelegen, das zu lassen. Und das Gleiche, also so analog anwendbar eben für den Platzverweis. Wieso kommt sie jetzt hoch? Man kann einen freundlich darauf hinweisen. Wieso kommt sie jetzt hoch? Strafe verhängt, da hat keiner Lust drauf und man kann ihn dann direkt in Gewahrsam nehmen. Wenn die jetzt hier reinrennt, ne? Ohne dass man selbst als Polizist einen Taser zücken muss, einen Knüppel zücken muss und so weiter. Ja. Ich habe nicht die richtigen Schokofrüchte, aber ich habe Schokofrüchte Müsli-Riegel gemacht. Wurden sie hochgelassen eigentlich, oder? Nein. Sie wissen schon, dass es verboten ist, die Treppen zu besteigen im DOJ ohne Erlaubnis? Nein. Großartig. Gut. Sie haben gesagt, ich soll hier hochgehen. Also ja, jetzt hatten sie ja doch die Erlaubnis. Okay, ja, ich hatte die Erlaubnis. Gut. Nur, dass sie es wissen, ja, sie dürfen niemals ohne Erlaubnis diese Treppen besteigen. Wenn das ein DSU-Officer sieht, dann da haben sie Probleme. Ja. Es tut mir leid. Ja, alles gut. Ist ja okay. Sie hatten ja quasi die Erlaubnis dann. Genau. Gut. Ja, gucken Sie, da kommt nämlich direkt der Leibwächter. Ihm direkt hinterher. Also, sehen Sie? Gucken Sie mal. Ich gebe Ihnen, können Sie das weitergeben? Ja, na klar, ich gebe das direkt weiter. Super. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen. Super, einmal kann er probieren, vielleicht schmecken Ihnen die ja. Und dann kann er sich bei mir melden. Oder der ruft einfach die Leitstelle von Kruzifix an. Ja, zeige ich. Ja, okay. Gut, wunderbar. Bitteschön. Dankeschön. Dann einen schönen Tag weiter. Noch. Ja, danke. Tschüss. Ja, Chris, ich hab's dir gesagt, dass es keine gute Idee ist, einfach die Treppen hochzurennen. Ja, ich dachte gerade, was ist denn hier los? Nee, ich dachte auch, also sie kam da hochgerannt und ich dachte auch so, wenn sie jetzt durch diese Tür kommt, dann zieh ich meine Waffe. Ja, gut. Aber ich hab's ihr erklärt, sie wusste nicht, dass man die Treppen nicht besteigen sollte, DJ. Okay.
Woanders, Herr LaRoche ist wegen dem Beschluss gerade noch drin. Ja. Sie können sonst mit reinkommen. Ich glaube, das ist nichts Wildes. Okay. Dann müssen Sie hier nicht draußen rumstehen. Ja, alles klar. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass, so, das dass wir hier eine Problemlösung schaffen. Termin. Die. Mit. Ich muss das ein bisschen anders ausführen. Also, wenn ein Officer eine Kontrolle machen will, dann hat er Mittel und Wege, diese Person dort aus dem Fahrzeug zu holen. Und wenn das mit reiner Gewalt ist, dann ist das mit reiner Gewalt. Mhm. Und wenn der sich dann dagegen wehrt, dann ist das ein Widerstand. Mhm. Und das würde unter Strafe stehen. Mhm. Das heißt, wenn der Officer anfängt, diese Tür aufzumachen, und der fährt weg, dann ist das für mich so zu werten, als wenn der ein Fahrzeug nutzt, um Gewalt gegen den Officer anzuwenden. Es ist alles eine Auslegungssache. Um das klarer zu definieren, sehe ich den Bedarf, ja. Aber das ist quasi eine Hilfe für Officer und für Bürger. Dass die wissen, pass auf, das, was ihr da tut, ist nicht okay. Weil die diese Auslegungsmöglichkeiten vielleicht gedanklich nicht haben, weil die keine Juristen sind. Ja, beziehungsweise ein bisschen gegenargumentiert. Ich möchte eigentlich nicht, dass es so weit kommt, dass eben der Officer selbst die Tür öffnen muss oder beziehungsweise zum Auto geht, bei dem beide Fahrinsassen noch drin sind und sich selbst der Gefahr aussetzt, dass er jetzt praktisch, ja, selbst verletzt werden könnte in so einer Situation. Und wenn Sie sagen, okay, ein Beschluss ist es vielleicht nicht wert, oder ich meine, das ist auch in diesem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit ingefasst, dann gehen Sie gerne auf die zweite Seite. Da wäre ein Vorschlag für eine Gesetzesänderung, dass man es in den 23er einfach nur integriert. Vielleicht so als kleine Zwischenlösung. Da ist nämlich dann eben praktisch... Integration in Gesetze ist niemals eine Zwischenlösung, ne? Nein, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe das falsche Wort benutzt. Ich meine diese Zwischenstufe, Entschuldigung. Zwischenstufe, okay. Wollte ich damit sagen, der Eskalation. Weil dann da die Drohung oder das Anwenden von Gewalt eben rausfällt bei dem Absatz 1, wenn Sie da runterscrollen. Ja, okay. Ja. Also, wir werden eins von beiden umsetzen. Ich mache mir Gedanken bis morgen, was wir von den beiden Dingen umsetzen. Weil für mich zählt das Argument, dass es eine Eskalationsstufe ist, die halt unter Gewaltanwendung ist und auch Sicherheit für beide Seiten bringt. Aber ich sage Ihnen auch, ganz ehrlich, wenn Sie angehalten werden und dann der Aufforderung von Officern nicht nachkommen, dann müssen Sie mit allem rechnen. Dann werden Sie aus dem Fahrzeug geholt, koste es, was es wolle. Ja, aber es kostet halt Zeit. Zeit und bindet Ordnungshüter. Da wollte ich eigentlich auch noch vorgehen. Er steht keine Uhrzeit. Ja, wird es aber trotzdem, weil die trotzdem versuchen werden, dass der rauskommt und er macht es dann nicht und dann fordern sie nochmal auf. Die Zeit ist halt trotzdem da. Es ist wahrscheinlich nicht so lange. Es ist aber auch, trotzdem wird es weiterhin Zeit kosten. Vor allem auch, weil sie dann jetzt Aktenarbeit haben. Die werden ja Akten schreiben müssen. Die werden das dokumentieren müssen. Und die Frage ist halt, ist es das am Ende wert? Ich möchte eigentlich dazu übergehen, dass die Officer weniger schreiben müssen. Aber ich verstehe den Punkt und deshalb werde ich mir Gedanken dazu machen, in welcher Form wir das mit einbinden. Ja. Wenn Sie dann noch ein kleines Gegenargument haben wollen, ich glaube nicht, dass dann das häufiger passiert. Wir haben ja vielleicht auch unsere üblichen Verdächtigen, das weiß ich natürlich nicht. Und die hören dann damit vielleicht auf, weil sie keine Lust haben, diese ganze Zeit zu investieren, dann auch immer verhört zu werden und dergleichen. Und am Ende des Tages, man kann sich auch das Nummernschild merken oder beziehungsweise aufschreiben. Und da muss man nicht hinterherfahren und hat dann wenigstens nicht den Zeitaufwand der Verfolgung. Aber Sie wissen trotzdem nicht, ob derjenige der Fahrer war oder nicht. Ne? Da haben Sie recht, ja. Ja. Punkt. Okay. Ja. Dann. Gut, Sie sind morgen im Dienst? Jojo. Oder Moment, oh Gott. Ich könnte einmal rumgehen und in den Computer schauen. Morgen ist Samstag. Samstag. Hey, Liebling. Hey, was machst du gerade? Arbeiten. Arbeiten? Immer noch?
Arbeiten immer noch. Wie lange gedenkst du noch zu arbeiten? Also ich habe jetzt schon quasi tatsächlich Termine, die heute eigentlich noch anstehen würden, schon nach Hause geschickt und gesagt, ich möchte das heute nicht mehr. Also natürlich mit anderen Worten. Aber einer sitzt hier noch, einer läuft hier gerade noch. Keine Ahnung. Wie lange bist du denn noch wach? Weil wir uns gerade fragen, was wir machen sollen, weil das Bahamas hat ja heute zu. Ja, habe ich auch schon gehört. Wusste ich gar nicht. Ja, und ansonsten ist halt nur so ein Kack-Rave, da bin ich ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ansonsten ist halt nichts los in der Stadt. Wir machen ja eine Poolparty oder so. Bei uns? Von mir aus. Ich frage mal die anderen, ob die da Lust drauf haben. Bedenke aber, dass unser Kühlschrank nicht gefüllt ist, ja? Das heißt... Ja, wo soll ich denn jetzt so viel schneller noch Alkohol herkriegen? Weiß nicht, ist nicht das Whistler noch offen oder so? Nee, ich könnte Steven fragen und so. Oder das. Also, das wäre jetzt das, was mir einfallen würde. Wann, wozu haben wir denn eine schöne Terrasse? Ja, das stimmt auch wieder. Könnte mal fragen. Okay, und wer sind denn die anderen? Na, Nami, Drago. Okay. Vielleicht frage ich noch Mia und Bongo, weiß ich noch nicht. Bronco ist grad, hat sich gerade erst eingestempelt. Ich glaube, der möchte ein bisschen arbeiten. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Der hat sich eingestempelt. Wurde sich eingestempelt? Ja, der Arbeit, er ist ja im DOJ angestellt als Anwalt. Achso. Mal sehen. Weil sonst fällt mir auch nicht so viel ein. Nö. Keine Ahnung. Fällt dir sonst noch was ein? Nee, das ist ja das Problem. Ach, deswegen rufst du an, ja. Nö, aber dann lass uns das doch einfach bei uns machen. Dann, ja, ruf mal Steven an, wenn du da nichts kriegst, dann kannst du nochmal kurz schreiben, dann gucke ich, ob das Wissler noch da ist. Luna oder so. Ja, mach ich. Und, ja, keine Ahnung, dann ruf ich mal Leonora und so an, dass sie auch da hinkommen können und dann hoffe ich, dass ich vielleicht auch irgendwann dazukomme. Ja, ich rufe dich an, sobald ich weiß, ob die anderen dabei sind. Okay. Oder schreib dir. Bis dann. Ich liebe dich. Dich auch. Ciao. Ciao. Ja, ist immer eine Sache, wie der Officer da vorgeht. Ach, das ist wieder hervorragend. Statt mit Dom zu sprechen, haben wir jetzt eine schöne Hausparty bei uns. Ich auch nicht, aber trotzdem ist es halt so. Alles so gut zusammen. Ich kann das so oder so machen. Und die versuchen das vielleicht manchmal zu zahm zu machen, anstatt immer mehr auf direkt Harry zu sagen, jetzt, wir holen Schlüsseldienst oder wir holen Gott weiß wen, der hat einen Flex und dann macht er das Teil auf. Und dann zählen die den da raus und dann legen sie ihn über die Motorhaube. Und dann werden sie ihn durchsuchen und was auch immer. Was für ein Gespräch bin ich hier reingeraten? Legen sie die dann über haben Mutter sie selber schuld, wenn sie das so drauf anlehnen. Bin ich reingeraten? Ja. Aber gut, ich werde mal Gedanken machen, Minuten. Welches von beiden wir umsetzen. Wir werden da eins von beiden umsetzen. Ja? Schön. Gut. Wunderbar. 6 Minuten. Naja, weil sie mich überzeugt haben, grundsätzlich mit dem Bedarf. Ja. Oh, okay. Wunderbar. Ja, okay. Gehen sie alle hoch, ist doch sexy. Wunderbar. Das sehen. Ja, dann noch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Ja, dann sprechen wir am Sonntag drüber, ja? Sehr gerne. Alles klar. Was? Wie Sonntag? Wo Sonntag? Ich muss mit dem nochmal sprechen, was von beiden wir umsetzen. Ob jetzt Gesetzesänderung oder Beschluss. Der Sonntag ist jetzt schon wieder zum Kotzen. Großartig. Ja. Frau Andersen wolltest du heute nochmal sprechen. Ich habe ihr gesagt, ja, mit der Berufung und so, das machen wir Sonntag. Ja, mit was? Berufung von dem einen Verhandlung, das machen wir am Sonntag. Ja, genau. Da habe ich jetzt fast alle dazu eingeladen und ja, du meinst auch, du möchtest sie heute nochmal sprechen, deswegen sitzt sie da, ja? Ich höre durchaus zu, denn mal. Okay, Miss Andersen? Ja. Tut mir leid, dass Sie nochmal warten mussten. Wie war Ihre Verhandlung? Erfolgreich, aber für mich persönlich nicht zufriedenstellend. Aber das bezieht sich nur auf meine Leistung. Achso, nur auf die Leistung, nicht auf das Urteil selbst, oder? Nein. Das Urteil war ja dem, was wir, dem sehr, sehr, sehr nah, was wir auch vorher wollten. Okay. Gut, also Sie sind so lange jetzt auch noch nicht hier, schon einige Zeit, aber auch jetzt nicht so lange. Von daher, Sie werden da schon reinfinden, Sie werden Sicherheit gewinnen, Sie machen das schon. Ich wollte Sie nochmal sprechen und eigentlich wollte ich auch ganz gerne Herrn McElroy oder Herrn Boone hier haben, aber irgendwie haben wir die wahrscheinlich nicht bekommen, ne, Harriet? Ja, der ist unten. Mr. Boone steht unten im Büro. Ach, scheiße. Ja, ich habe Herrn McElroy vergessen. Entschuldigung. Ist also, McElroy im Dienst? Moment. Moment.
wenn man dein PC hackt. Hör ich zu. Ja, warte, ich gucke auf den Pager. Sind einige im Dienst, aber nicht Herr McElroy. Nein. Ja, aber Herr Boone ist da. Ja, Herr Boone ist da. Ja. Nur okay. Den nochmal dazu. Mhm. Gut, dann können Sie doch noch zwei, drei Sätze über Ihre Verhandlung verlieren, bevor wir anfangen. Womit waren Sie denn nicht zufrieden? Herr Boone. Was sind denn Ihre Schuhe? Ja, Hallöchen. Ah, jetzt kann ich Sie auch hören. Mögen Sie einmal nach oben kommen, wenn Sie Zeit haben? Ja, gerne. Ja, wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ciao. Nicht so sehr fallbezogen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich bin dann mehr so auf den allgemeinen Part gegangen, aber und ich habe mich verunsichern lassen von einer Zeugenaussage, von einem Zeugen, mit dem ich vorher eigentlich schon gesprochen hatte, der jetzt aber irgendwie nicht das ausgesagt hatte, was ich erwartet habe. Oha. Aber da kann ich Ihnen mal einen Tipp geben. Ja. Nicht das ausgesagt, und was Sie erwartet diesen Tipp gebe ich auch den Richtern, denn Sie hatten ja heute auch einen Richter, der bis vorhin noch Candidate war und jetzt gerade Judge geworden. Kann man nicht nach Hashtag suchen? Ja, schön. Sie wissen, das Ganze ist immer eine Wundertüte. Sie wissen eigentlich nie, was passiert. Und auch ein Richter, wie einer verteilt, der vor einer Woche eine Verhandlung geführt hat, der hat da eine Verhandlung führen müssen, die man so einfach nicht lernen kann. Nee, Bier brauchen wir nicht. Sie müssen 438, 438. Lernen. Bist du nicht da? Zweifel Harry. Also er versucht jetzt erstmal Steven zu erreichen. Mal gucken. Also, es gab mal ein gutes Beispiel. Da ist zum Beispiel... Hallo, wir legen gleich los. Da ist Miss Vane auf tagesaktuelle Geschehnisse eingegangen. Die hat sie in ihr wahrscheinlich vorhandenes Grundgerüst eingebaut. Dieses Plädoyer, das war... ich würde jetzt nicht sagen von einer anderen Welt, aber das war schon sehr, sehr gut. Und das ist das Wichtige, wenn Sie einen Richter überzeugen möchten. Mhm. Sie müssen auf die aktuellen Sachen eingehen. Und wenn das vielleicht irgendwas Tagesaktuelles ist, was vergleichbar ist, was Sie aus der Presse entnehmen, hier von Wiese News oder was auch immer. Miss Vane hat damals den Beschluss genommen oder die Worte von einem ehrenwerten Richter Doyle, der vorher eine Pressekonferenz gegeben hat. Und sie hat das aufgegriffen. Und hat das in ihr Plädoyer mit eingebracht. Solche Sachen. Damit holen Sie Leute ab. Danke für das. Okay. Warum ich Sie jetzt nochmal hier sehen wollte, ist, weil ich das, und deshalb möchte ich auch einen Vorgesetzten hier haben. Egal, was von irgendeiner Seite an Sie herangetragen wird, zu der Sache, was Sie vorhin hier geäußert haben. Mhm. Was Sie getan haben, ist absolut richtig gewesen. Absolut richtig. Egal, was Ihnen sonst jemand sagen wird. Mhm. Okay. Sie haben einen mutigen Schritt gemacht. Sie sind die einzige gewesen von wahrscheinlich 15 Personen oder so, die dort vor Ort waren, die den Mund aufgemacht haben. Die interveniert hat in der Sache. Die tatsächlich was gesagt hat und die sich auch getraut hat, was zu sagen. Und das möchte ich Ihnen jetzt persönlich sagen, das rechne ich Ihnen so sehr hoch an, dass Sie das gemacht haben, weil wie gesagt, Sie waren die Einzige. Es gab sogar Leute, die das unterstützt haben. Es gab Leute, die gar nichts dazu gesagt haben. Hi! Hi, Leonora. Du, es gibt jetzt eine Poolparty bei uns zu Hause, wenn du willst. Weil das Bahamas ist ja heute zu. Ja, stimmt, das ist voll traurig. Hast du Lust auf viele Leute oder eher nicht so? Wie viele bringst du denn mit? Nee, also, es klingt jetzt komischer, als es ist. Ja. Aber wir sind gerade tatsächlich auf den Rave gegangen aus Langeweile. Achso, ja, da wollten wir... noch nicht dauerbekifft. Also, okay. Ja, da wollten wir tatsächlich eigentlich extra nicht hin, weil Rave ist nicht so unseres. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach eine Poolparty zu Hause. Ha. Also... Leute, die du kennst, Leonor, darfst du gerne mitbringen. Das ist kein Problem. Jetzt keine Fremden, bitte, auf unser Grundstück. ja, aber wenn du Leute kennst, darfst du sie gerne mitbringen. Ich frag mal Markus, was der davon hält. Der ist nämlich sowieso mal wieder nicht am Tanzen.
melde mich gleich nochmal, ja? Ja, perfekt, dann brauche ich dich nicht anrufen. Supi. Ciao. Okay, super, bis gleich. Ich gehe weg, wann ich möchte, Gaming HD. Miss Anderson war diejenige, die das da gemeldet hat, die auch dort dagegen vorgehen wollte, soweit sie konnte in der Situation. Und deshalb wollte ich das nochmal persönlich sagen und ich wollte auch, dass sie dabei sind oder also jemand von der Führungsebene MPO dabei ist, das mitbekommt. Nee, ich sollte nicht Claire anrufen. Nee, Claire ist eine ganz schlechte Idee. Dass auch sie das wissen, was da, wie der Ablauf gewesen ist. Und normalerweise, man erachtet das immer als selbstverständlich, dass sowas auch gemacht wird, weil es ist eigentlich auch ihr Job, ja. Aber es ist auch der Job von einigen anderen, wäre es gewesen, dort was zu machen. Absolut richtig. Und die haben es nicht getan. Gut gemacht. Und aus dem Grund möchte ich, dass Sie mitbekommen, Herr Boone, was Sie hier für eine wertvolle Mitarbeiterin haben, die das halt auch so gemacht hat. Ja? Ja, mir war schon bewusst, wie wertvoll Miss Anderson für uns ist, aber das bekräftigt meine Meinung tatsächlich noch mehr. Mein Gott. Wunderbar. Ekelhaft. Gut. Das wollte ich Ihnen nochmal persönlich sagen. Kräuel bestimmt. Dann können Sie jetzt auch weiter Ihren Dienst machen, ja? Ich hätte noch eine Information für Sie. Ich wurde heute angerufen von einem der Tatverdächtigen, schrecklich Opfer in der Sache, der mich gefragt hat, wie das Ganze jetzt weitergeht. Er möchte da Anzeige aufgeben. Er würde dafür auch heute Abend noch hierher kommen. Nice. Ja, ich möchte, dass Sie das Ganze bitte strafrechtlich verfolgen. Mhm. Da sind wir auch schon in Überlegungen, was alles zutreffen könnte. Ja, wenn ich Cortez einlade, muss ich Denver ja auch einladen. Ich weiß nicht, ob Denver und Nami jetzt auf so einer Party zutreffen mit Elena könnte oder zutreffen wird. Ganz schwierig. Ist genau. Paragraph 12 Nötigung und Paragraph 29 Missbrauch der Amtsgewalt. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die dazu treffen. Genau, und da werden wir auch noch mit den Medizinern sprechen, die ja im Nachgang da waren. Gut, wenn jetzt Anzeige vorliegt, dann ist es halt auch eine Körperverletzung. Genau. Ja. Man muss ja mittlerweile ein bisschen aufpassen, wen man zusammen wohin einlädt. Ja. Es ist alles nicht so einfach. Wir brauchen auch so eine Chart. Mit Leuten, die man nicht zusammen irgendwie irgendwohin einladen darf. Wie weit wir da reingehen werden. Da brauchen Sie nicht von der Position von Herrn Walkoff ausgehen. Henrietta ist wirklich neu. Also Henrietta hat noch keine Richtung. Richtung, weder positiv noch negativ. Sieht mir mal wieder was Neues, echt schön. Henriette, ja. Ermitteln Sie das, nehmen Sie die Zeugenaussage auf, weitere Zeugenaussagen. Das ist wirklich so. Sie selber, Miss Anderson, sind Zeugen in der Sache, das heißt, das macht jemand anderes. Der leitet dieses Verfahren. Leonora wird jetzt gleich einfach die ganze Rave mitbringen. Passt schon. Fremde Leute auf unserem Grundstück, was soll schon passieren? Nötigung, Missbrauch, Amtsgewalt, eventuell Körperverletzung. Drogen, vollgepumpte Leute auf Frage unserem Grundstück. Frage ist, ob wirklich Grundstück irgendwas verletzt wurde. Anscheinend nicht, laut Mediziner. Klären Sie das, ermitteln Sie die dienstrechtlichen Konsequenzen. Die sind für Ihre Sache erstmal zweitrangig. Die werden an anderer Stelle schon getroffen. Henriette. COCP entsprechend eingeleitet? Es wird erstmal, also es, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es ist eigentlich ein COCP eingeleitet. Vermutlich wird es nicht zu einem Senat kommen, je nachdem, wie Herr Hawkins dort eine Entscheidung treffen. Alles klar, verstehe. Also können wir da schon mal komplett durchstarten, ja? Vielleicht sagt einer, oh, ich bin schon häufig eingestiegen. Ihr wohnt hier, Mensch. Ich räume mal meinen Kühlschrank leer. So wie bei jedem anderen auch. Alles klar, weil dann, wenn es jetzt irgendwie Richtung Senat gegangen wäre, hätten wir erstmal ein bisschen gewartet, bis die entsprechenden COCP-Ermittlungen durch sind. Hey, fangen Sie einfach an zu ermitteln. Machen Sie einfach das Ding, nehmen Sie die Aussage von Miss Anderson auf. Seien Sie einfach scharf. Ich werde das jetzt wahrscheinlich zum dritten oder vierten Mal erzählen. Es tut mir auch wirklich leid, Miss Anderson, dass Sie das immer wieder darlegen müssen. Ja, ich kann mich dafür nur entschuldigen. Es tut mir einfach leid. Ja. Mich da jetzt und ich glaube, ja, ich werde das jetzt nochmal zur Aussage bringen und dann ist die Sache hoffentlich erstmal für mich erledigt. Ja, höchstens nochmal im Gerichtsverfahren dann, ne? Genau, ja. Gut. Alles klar, das war jetzt von meiner Seite alles, ja? Alles klar. Angenehmen Abend wünsche ich Ihnen noch. Danke, Ihnen auch. Vielen Dank an Sie beide. Wiederhören. Ja.
Kann ich kurz aufs Klo, soll ich es dir zeigen? Nein, ich komme hier schon aus, ja. Ich habe jetzt das mit Herrn Rauf verschoben. Kann ich mehr, den mal. Ich glaube, ich bin jetzt nicht dazu. Also du verschiebst Sachen, wenn du nicht mehr kannst? Ja, ich rufe ihn an. Nein, ist gut, das passt schon. Passt wirklich. Ich muss ja jetzt quasi eine Aussage machen. Ich muss auch telefonieren, ich hatte auch noch einen anderen. Ich bin, glaube ich, aktuell nicht dazu in der Lage, irgendwie meine Gedanken zu sortieren. Ja, Elena hat mich angerufen, ich bin nicht reingegangen. Kann man nachfragen. Mach mal. Hallo Elena, du hast angerufen. Ich bin hier die ganze Zeit in Gesprächen gewesen. Also doch. Ach, dies, das. Dies, das. Ananas. Ja. Bitte? Mit Kugelböllern? Wir hatten sowas zugelassen. Ach scheiße, ich war noch zu bedienen. Der TÜV. Ach, die TÜV. Der TÜV. Ja. Ja, da muss ich mal mit dem Herrn Meier telefonieren. Also wenn der das zugelassen hat, ne, und du dadurch verletzt wirst, also ich meine, ich habe gesagt, ich passe auch ein bisschen auf dich auf, ne? Ich weiß, wer du noch anrufen kann. Aber da musst du auch mithelfen, ein bisschen aufzupassen. Du kannst dich nicht immer in solche Gefahren begeben, ne? Okay. Ja, also, nicht ganz ehrlich, ich rufe bei dem Hawkins an und sag, der soll dich in den Dienst stecken für die nächsten 2 Wochen, ne? Ja, wie geht's an der Schulter denn? Ja, und geht's dir gut? Fliegst du gerade ein bisschen durch die Gegend, oder? Telefonierst du beim Fliegen? Oh mein fucking Gott! Hier, was mit Jake? Nee, so? Den habe ich noch nicht gesehen. Ich hab das PD noch nicht gesehen heute. Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Ah, okay. Wohnungssuchend? Der ist wohnungssuchend und der hilft jetzt da bei euch aus. Naja, Arbeit hat er ja jetzt gerade, ne? So, Frau Farr, was wollten Sie denn? Hi Jake, na, was machst du gerade? Ja, ich hatte gerade noch eine Zigarette in der Hand, da hast du angerufen. Verstehe. Die Frage ist ja, heute ist ja kein Bahama Mamas oder sonstiges. Du langweilst dich bestimmt zu Tode, oder? Nee, heute ist kein Sport. Nee, kein Sport. Es geht darum, dass wir eine Party bei uns zu Hause machen. Du bist eingeladen. Ich mache eine Party bei euch zu Hause. Gerne mit Alex zusammen natürlich. Kannst auch Misha mitbringen. Aha. So eine kleine Poolparty für Getränke ist gesorgt. So eine kleine Poolparty in eurem Mini-Pool. Genau. Kannst ein paar Bahnen ziehen, wenn du möchtest. In eurem klitzekleinen Apartment. Ja. Hast du Lust? Alles klar. Ja, ich würde sagen, wenn sie Feierabend macht, zeitnah. Also ich hau mich um eins ins Bett, aber wenn sie zeitnah Feierabend macht, dann bringe ich sie mit. Alles klar. 650 war das, ne? Ja. Ich weiß es nicht mehr, weiß. Nee, 650. Das ist ein Unterschied. Ich weiß. Ich wollte nur ärgern. Ich weiß, okay. Wo die Witchfucks hier leben. Alles klar, bis später, ne? Ich würde mich freuen, Jake. Ciao. Jo, ciao. Kann auch so kommen und sie dann nachher abholen. So ist es nicht. Ja, weißt du denn, wie viel Uhr das ist? Also ich muss das ja einplanen, den Termin. Ansonsten wird mein Terminkalender direkt vollgeknallt. Ich weiß auch nicht, ob da schon was drin ist am Sonntag. Können wir Dimitri einladen? Odako. Sonntag ist voll. Ja. Moment, warte mal. Sonntag ist voll, sagt Harry Sonntag gerade. Was ist heißt tatsächlich Sonntag ist voll? Was willst du denn am Sonntag machen? Ich will zu diesem Cash or Trash. Oh, nee. Ist jetzt dein Ernst? Ich weiß aber nicht, wann das anfängt und so. Wie lange das dauert. Ja, dann. Ja. Müssen wir die Termine sonst mal drin rumlegen. Ich möchte ja eh auch ein bisschen Freizeit. Ich möchte auch ein bisschen Freizeit machen. Ne? Ich würde dich verarschen. Ich glaube, ich habe gerade ein Problem mit meiner Assistentin. 21 Uhr, ich kündige gleich, Mann.
Das fängt 21 Uhr an. Ach. Ja, aber das mit dem Praktikum wolltest du doch jetzt klären. Da wolltest du doch mit der Talk sprechen. Geh doch einfach mal in sein Büro und frag ihn nochmal. Ja, eben. Ach so. Ja, gut. Dann sag ich ihm das nochmal, ja. Dann machen wir das. Ich melde mich wegen Sonntag, ne? Jo, tschüss, Elena. Elena, du kannst ja einfach am Telefon hängen und sagen, oh ja, nö, Sonntag gehe ich zum Cash or Trash, na klar. Sag mal. Das ist vielleicht verarschen, oder? Also, Harriet, klär das irgendwie, dass das reinpasst. Ne? Ja. Ich will noch ein paar nicht genau, wann das anfängt. Und sag mir bitte nicht immer, dass du kündigst. Ja, das setzt mich da auch ein bisschen unter Druck. Und, ach so, ne? Das sollst du auch. Ja, aber irgendwann verlierst du deinen Reiz. Ich verstehe schon. Ich lass das lieber. Irgendwann würde ich kündigen. Du wirst einfach gar nicht mehr. 21 Uhr, habe ich schon geguckt. Fängt das an. 21 okay. Uhr fängt das an. Hm? Gut. Kriegst du die Termine irgendwie drum gelegt? Ja, na klar. Ja, schön. Bin halt die Beste. Ich weiß es. Danke. Du bist die Beste. Danke. Ruf mal einen Hawkins an. Oh Gott. Herr Hawkins, ich habe noch eine ganz kurze Frage. Das wollte ich vorhin noch klären. Und zwar ist die Miss Cortez ja mal auf Sie zugekommen wegen so einem Praktikumsaustauschprogramm. Also so ein Officer, der Interesse hat, ob der mal hier bei uns im DOJ mitlaufen möchte und ob jemand aus dem DOJ auch mal bei einem Officer mitlaufen kann, sei es im Innen- oder Außendienst. Dass der einfach mal, dass man so ein Gespür dafür bekommt, was der andere Part jeweils tut. Okay. Ich ruf dich zurück. Okay. Okay, wunderbar. Ja, finde ich eine gute Sache. Wenn sie eine Ella und so wahrscheinlich braucht, oder? Wenn Steven kommt, ja. Ella, können wir nochmal anrufen. Ja, wunderbar. Ja, dann machen wir das doch so. Hallo. Hi, Ella. Du, wir haben Steven schon eingeladen, weil er für Getränke sorgen muss. Aber ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen zu der Poolparty bei uns zu Hause. Das ist schön, vielen Dank. Also kannst du natürlich, ne, wie gesagt, hier Willi auch mitbringen oder keine Ahnung, wo du gerade checkst. Ja. Leute, die du kennst, von denen du sagst, es ist okay, wenn man die auf eine private Poolparty mitnimmt, kannst du auch gerne mitbringen, ja? Alles klar, das mache ich. Vielen Dank, bis dann. Weißt du, wo wir wohnen? Ja, ich rufe einfach Steven an. 650. Okay, oder so. Supi, ciao, ciao. Alles klar, bis dann, ciao. Der Kurz hat sich auch nochmal gemeldet bei mir und hat sich auch nochmal ein bisschen entschuldigt, ne? Ich denke mal, sie haben auch mit ihm gesprochen, ja. Ja. Ja gut, nee, das ist auch in Ordnung und das zeigt auch Größe dann, das auch zu machen. Von sowas bin ich ein Fan. Das passt schon. Ja. 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 Mich hat's auch gefreut. Diese Liste hier macht dich fertig, ne? Ist alles gut mit dir. Joe, Johannes, John, Johnny, Johnny, ja. Jonathan, also ich Jonathan, auch ganz klar Jonathan, gesagt, Alter, dass die ich Liste möchte und ich hier auf Widerstand aufstoße, das kann ich Jesus Ihnen auch Christ. Transparent sagen. Ich stoße auf Widerstand nach den Sachen, die da passiert sind. Und ich drücke das aktuell trotzdem durch. Ich drücke meinen eigenen Willen da durch, nee, den kennt Dom wieder nicht. So weiterläuft, wie es ich kann auch Chaney nicht einladen. Dann ist Dom wieder eifersüchtig. Halbes Family Guy, okay. Ja. John. Darum ist mir sehr dran gelegen, Lois, dass das auch funktioniert. Lois. Alles klar. Nee, gut, wunderbar, dann weiß ich Bescheid. Popcorn. Na klar. Popcorn Island. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Nee, der denkt, der muss wieder aussehen. Und dann nehme ich die Urkunde mit. Diese nee, der bringt ja schon vier Sachen mit, wenn ich die nach Hause einlade. Kann ich nicht machen. Kann ich Popcorn einladen. Gott, man muss wirklich aufpassen, ja, wie man einlädt auf sowas. Das ist der Wahnsinn. Klar. Danke, bis Alter. Dann. Ja, tschüss. Wie ist so seine allgemeine Stimme?
Ja, die geht eigentlich, aber er hat mit Walkow noch nicht gesprochen. Der ist noch nicht da. Ach so, ja. Ach, der ist heute nicht da? Mensch, ach, das ist noch ja. Noch nicht da. Das, noch nicht das, da. Ja, das ist ja ein Ding. Aber der darf erst wieder in Dienst, wenn er ein Gespräch mit Hawkins geführt hat, das hat er ihm geschrieben. Also, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Walkow vielleicht nicht aufstehen kann. Kann er vielleicht nicht aufstehen? Ist der Murray eigentlich da? Wieso? Ja, wollte ich dem noch. Soll ich hochholen? Nee, ich wollte mit dem einfach. Jetzt nur telefoniere ich schon mit ihm. Ja? Schönen guten Abend, Frau Fast. Warten Sie mal, Herr Murray. Herr John hat einfach nur gesagt, das ist Herr Murray, da habe ich schon angerufen. Dann hat er mir leider nicht geschafft zu sagen, was er möchte. Also, ich möchte einfach nur, dass er Kenntnis davon hat, ja? Dass es in nächster Zeit sein kann, dass Officer hier aufschlagen und sagen, sie würden ganz gerne einfach mal hier hospitieren für 1-2 Tage, damit sie unsere Arbeit kennenlernen. Ja. Ja. Und wir die einfach mal mitnehmen, egal in welchem Bereich das dann ist. Okay. Legal Office, Judicial Office. Wo sie hin möchten. Ja, okay. Ja, genau. Alles klar. Also, Aiden, pass auf, folgendes. Es kann sein, dass demnächst ein paar Officer hier auftauchen und gerne ein Praktikum quasi bei uns machen möchten. Das ist abgesprochen mit Herrn Hawkins, das dürfen die. Und die dürfen sich dann so ein bisschen aussuchen, was sie sehen wollen. Also Legal Office, Prosecution Office, Judicial Office. Und dann verteilst du dich so ein bisschen, wo sie hin möchten. Und okay, wir dürfen dann natürlich auch Praktika beim PD machen. Ja, wir müssen uns beim Kurz melden und dann muss das eingeteilt werden. Und noch nicht heute, sondern erst, das wird morgen in der Besprechung erst bekannt gegeben. Wenn Sie gar keine Ahnung haben, dann stecken wir Sie da, wo wir Sie gebrauchen können. Oder halt, wo es halt am meisten Spaß macht. Es werden jetzt nicht 20 Leute hoffentlich an einem Tag kommen, sondern immer mal einer oder so. Darum geht's. Okay. Ne? Und wir können dann, wie gesagt, auch Praktikum im PD machen. Halt auch nicht alle, ne? Klar, Aiden. Ja. Geht einfach darum, dass ihr euch nicht wundert, warum jetzt hier Officer irgendwie anfragen. Das ist komplett einfach informell oder ist es über einen bestimmten Zeitrahmen? Nein. Aber noch nicht ab heute, erst ab morgen wird das in der Besprechung dort bekannt gegeben. Das heißt nicht, dass da heute einer aufsteigt oder morgen um 19 Uhr. Okay. Ab morgen, weil morgen haben die das erst in der Besprechung, ja? Also ab übermorgen. Mach ab übermorgen. Gebe ich dann so weiter, dass sich die anderen nicht wundern. Ja. Ab übermorgen. Übermorgen, Aiden, ab übermorgen. Ab übermorgen. Es ist wirklich schwierig, mit jemandem zu telefonieren, während jemand anderes dir die Sachen zusagt. Das verstehe. Extrem anstrengend. Genau. Okay, interessant. Ja, gut. Ja. Machen wir mal. Also, ich nehme das für Praktikum auf jeden Fall an, weiß ich jetzt schon. Das wollte ich eigentlich vor dem PD-Song schon machen. Naja, jetzt habe ich schon den PD-Song geschrieben, jetzt haben sie Pech gehabt. Ja, zeitlich muss man halt auch irgendwie dann die Zeit finden, ne? Ja. Praktikum, weil und aufpassen, dass dann nicht plötzlich keiner mehr hier ist und so, ja. Okay. Ja, dann. Alles klar, hab ciao. Vielleicht am besten dann von unserer Seite aus in den Kalender einfach eintragen oder so. Naja, mal gucken. Ciao, eben. Ja, wenn jemand von uns da Praktikum macht. Tschüss. Gut, ciao. Ja, du merkst schon, du musst schneller reden. Ich wähle die Nummern einfach schon, weil ich weiß, dass du möchtest, dass ich mit denen rede. Ja, dann musst du einfach schneller reden und mir sagen, was du möchtest. So, ich werde das jetzt dem Boon auch nochmal eben sagen. Soll ich den Boon anrufen, ja? Ja, sagst du ihm das? Ja, das heißt auch nicht Praktikum, sondern hospitieren. Ja, hospitieren. Es geht nur um einen Tag oder 2 Tage. Ist auch Praktikum, unbezahlt. Hospitieren. Ist sogar bezahlt. Hallöchen. Hallöchen, Herr Boon. Nee, Sie müssen nicht nochmal hochkommen, alles gut. Okay. Es geht nur darum, dass Sie auch Bescheid wissen vom Prosecution Office. Ab übermorgen wird beim PD besprochen, dass tatsächlich eine Hospitation im DOJ möglich ist und andererseits auch wir mal im PD irgendwie auf eine Streife mitfahren dürfen und sowas. Oder SD. Oh, sehr schön. Wir sollten natürlich nicht alle gleichzeitig ausfliegen, nicht wahr? Und genauso hoffe ich, dass nicht irgendwie 20 Officer gleichzeitig hier stehen und irgendwie mal bei der Staatsanwaltschaft mitlaufen wollen. Nur, dass sie das wissen, ne, dass sie sich nicht wundern, warum da plötzlich Officer auf sie zukommen. Weil die dürfen sich natürlich dann auch so ein bisschen aussuchen, wo sie hin möchten. Und ich würde fast 100% wetten, dass die Officer die Staatsanwaltschaft aussuchen. Ja, da gehe ich auch von aus. Ja? Weil also die es da gibt, mit uns am meisten Berührungspunkte haben. Genau, und gucken wollen, wie sie so arbeiten, genau. Genau, geht einfach um einen Tag mal so ein bisschen reinschnuppern, ne? Nichts Wildes. Mhm. Okay? Ja, hört sich gut an. Jusubi. Hört sich sehr gut an. Und ich habe schon mit Herrn Murray gesprochen. Wenn wir das machen, sollten wir das vielleicht mal alle in den Kalender eintragen. Nicht, dass wir plötzlich kein DOJ mehr haben, ja? Ja. Aber es geht auch andersrum, ja? Nur, dass ja, genau. Supi. Alles klar, super. Vielen Dank. Tschüss. Ich würde auflegen, wenn ich könnte, Herr Boon. Würde ich gerne auflegen. Können Sie vielleicht auflegen? Irgendwie. Geht nicht, ne? Ja. Nee. Schwierig. Ja, Mensch, ja, dann halten wir uns einfach noch ein bisschen.
Ja, genau. Ah, jetzt ging's. Hervorragend. So. Ja, Mensch. Muss man Zwangsgespräche führen, weil man sich nicht unterhalten kann. Moment, ja gut, ich hab's ja immer noch dran. Aber ich hab mein Telefon weggelegt. Wie können Sie immer noch... Oh Gott, das ist jetzt gut. Nee, also eigentlich nicht wirklich. Ja, sehr gruselig. Das ist jetzt wirklich ein bisschen gruselig. Ja, Herr Buhn, was ist so Ihre Lieblingsfarbe? Rot tatsächlich. Ach, rot. Mensch, meine ist blau. Sehen Sie mal. Blau? Komplementärfarben, ja. Schönes Meer, ja. Ja, doch. Okay. Himmel, Meer. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Mensch, kennen Sie das, wenn Sie irgendwie so Funk haben und dann haben Sie jemanden im Dauerfunk, der die ganze Zeit mit Ihnen redet? Gerade wirkt das so ein bisschen auf mich so. Nur, dass ich zurückreden kann, das ist interessant. Ich hole mir mal einen Kaffee, ja? Ja, das geht. Ciao. Hilfe, ja, vielleicht solltest du einfach auch nochmal... Ja, du solltest auch vielleicht einfach mal kurz auf Toilette gehen oder so. Also du hast keine Probleme, ja? Du kannst Dinge tun, ja? Ich? Irgendwas? Kannst du irgendwas tun? Ende so an die Hüften nehmen, ganz elegant oder so, weil sonst brauche ich auch nicht auf Toilette gehen, dann liegt es nicht an mir. Ja, nee. Kannst auch nicht wirklich viel machen gerade, ne? Bleib mal einfach hier, ne? Ich bleib mal einfach. Ach du Scheiße. Wenn wir werden jetzt für immer hier gefangen sein. Weil wir können keine Türen mehr öffnen. Gut. Immerhin habe ich ja Boom jetzt aus meinem Ohr raus. Man hat ja eine schöne Stimme, ne? Aber, nee. Kann auch sein, dass ich gleich einfach zuschlag, ne? Oh, oh. Ich oh, ich kann auch nicht mehr schreien. Kannst du weggehen. Ja, aber nee, ich kann nicht mehr schreien. Wenigstens kannst du weggehen. Ach, du kannst nicht mal weggehen? Nee, weil meine Füße sind eingeschlafen. Ja, guck mal, ich kann noch weggehen, ja? Ich glaube, das liegt daran, dass ich mit der Boom telefoniert habe. Das hat irgendwas ausgelöst in mir. Ja. Also ich habe keine Schockstarre. Großartig. Ja, ich ja. Also ich habe... Ich versuche die ganze Zeit an mein Handy zu greifen, weißt du? Ja, ich wollte, wie gesagt, also ich habe aufgelegt bei Herrn Buhn. Ich habe mein Handy aus der Hand gelegt und habe aufgelegt, aber ich hatte ihn immer noch am Ohr. Weiß auch nicht. Weil er irgendwie nicht auflegen konnte. Wollte ich mal überlegen, ob ich einen Schlaganfall habe. Ne? Kann mich einfach nicht bewegen. Wenn haben wir beide gerade gleichzeitig ein. Ja. Ich rufe das Handy an. Ach nee, warte, ich kann mein Telefon nicht ausmachen. Ich versuche auch, aber ich kriege das Handy nicht aus der Tasche. Was passiert? Wir sind eingefroren. Oh, scheiße. Sind wir vielleicht schon tot? Wir wissen es nur noch nicht. Weißt du, ist jemand ins COJ gerannt, kam hier hoch, wir haben es nicht mitbekommen. Kam irgendwann dieses versprochene Licht, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, genau. Jetzt zieht das Leben an uns vorbei und irgendwie stehen wir hier und unterhalten uns zusammen. Das ist doch toll. Oh. Und ich überlege, ob ich wirklich alles richtig gemacht habe. Oh. Jetzt hast du wirklich einen Schlaganfall. Jetzt hast du plötzlich aufgehört zu reden. Ah, ich auch. Ja. Ah, jetzt gehe ich gleich mal komplett weg. Ja, ich glaube auch. Auf Wiedersehen, Denver. Bis gleich. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir einfach mal neu starten. Wenn der Server dann noch da ist. Ja, sehr schön. Hä, hey, da sind noch 122 Leute da. Das kann nicht sein. Was ist da los? Ach, guckt euch die schönen Bilder an. Sehr viele KP-Bilder übrigens. Mussten ja auch irgendwann mal rein, wa? Oh, Schnee, der war so schön. Der war so schön. Oh Gott, das war die Nacht, wo wir mit KP komplett besoffen. Dieses, wir gehen an eine Kreuzung und würfeln drum oder werfen eine Münze drum, wo wir lang gehen, Spiel gespielt haben und achtmal die Straße hoch und runter gelaufen sind, die gleiche. War großartig. Das weiß ich noch. Da hatten wir irgendwie beide weiß an. Ich weiß nicht mehr warum. Aber das weiß ich noch. Komplett besoffen. Ja, und dann achtmal die gleiche Straße hoch und runter. Wirklich. War super. Ach,
Ach Gott, die ECU hat er auch wieder angesprochen. Aber Walsh hat nie auf meine SMS geantwortet, ne? Ich hätte ja eine Walsh nochmal versucht zu erreichen und dann nochmal ein SMS geschrieben, dass wir gerne die ECU nochmal Pitch haben wollen bei Hawkins. Ja, dass er das auch mal durchsetzt und so. Hat er nie drauf geantwortet. Ich meine, unsere Meinung von Herrn Walsh ist auch deutlich runtergegangen, muss man sagen. Seitdem wir hier, seitdem wir beim Dost waren. Aber trotzdem hat er nie geantwortet. Server geht noch nicht. Sehr gut. Dindelüm. Okay. Auf Wiedersehen. Verabschiedung von Herrn Abbott. Dance Battle. Bei mir geht er wieder. Ja, ich hatte gerade eine Fehlermeldung. Ich war kurz vorm Draufkommen und dann kam diese komische Fehlermeldung bei mir. Die hatte ich so noch nie. Oh Gott, MD-Zeiten. Noch mit alter Frisur, aber weißen Haaren. Wild. Ah ja, im Bergdorf, wisst ihr noch? Ja, als wir dann in den Rave-Bus eingestiegen sind, ins Bergdorf gefahren wurden und dann hier schön Hot Chub von Herrn Professor Dr. Gimlin bekommen haben. Ja, letzte Poolparty. schön. Ach ja, das gute alte FD. Mit KP als Rentiere vom Weihnachtsmann, klasse. Auch schön. Ah, gute alte Zeit. Das ist einfach ein schönes Bild. Ja, ich verbinde auch gerade. Ah, hier, Junggesellenabschied von Leonora und Marcus. Wo wir das erste Mal in die Sanchez gefahren sind und uns verliebt haben in die Sanchez. Die Pinky Dancers, ja, ihr kennt den Clip. Das war die Hochzeit, glaube ich, von Leonor und Marcus, oder? Ja, doch, müsste hinkommen. Besten Outfits einfach. Das war mein Junggesellenabschied. Aber mit Joe noch, ne? Das eine ist, glaube ich, Joe. KP und Joe und Marcus waren das, glaube ich, gerade. Das war Hochzeitsfeier. Muss ja das Kleid nochmal auspacken. Hochzeitsfeier. Ich glaube, die Trauung ist auf dem... Ich habe ja insgesamt jetzt 3 Dia-Shows erstellt. Bilder von der Trauung sind, glaube ich, auf der anderen Dia-Show. Der legendäre... Wir lassen die Münze entscheiden, wo wir landen. Abend, wirklich, der war gut.